Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 5. Staffel und der jetzt 63. Folge, immer noch am 30.08.23 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibt es wie immer ein herzliches Dankeschön und zwar geht's heute an Drenai60. Drenai hat nämlich am 2.11.2022 das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür, du warst Nummer 1041. In Drenai60 verschwindet jetzt aber wieder und wir befinden uns immer noch in dem Krieg gegen die Saka. Oh, das lief in letzter Zeit sehr gut. Allerdings, so langsam aber sicher kommt ein Aufbäumen, nicht nur wegen Rebellionen von bereits lange eroberten Städten, was ich echt nicht kapiere, warum die jetzt rebelliert hat. Und zum anderen, es sammelt sich hier so langsam was. Es ist bloß die Frage, ob die vielleicht zu wenig Einflusspunkte haben. Was ich gesehen habe, ist... Die waren mal bei 13.000, als der Krieg anfing. Und wir waren bei etwas weniger als 9.500, glaube ich. Wir sind stärker geworden, die sind schwächer geworden. Zugefügte Verluste sind allerdings gleich geblieben. Interessant. Dann ist wahrscheinlich die Stärke doch wieder mit Eroberungen verbunden. Also wie viele Städte hast du, wie viele Burgen hast du und so weiter. So, ich gehe mal kurz raus. Oha, wir sind bei 54%, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Okay. Unsere Schlachten. Ey, warte mal. Wir haben doch gar nicht mit Akkalat gekämpft. Akkalat ist doch ein Dorf. Ich hab gerade mal hier in die Finanzen geguckt und, Moment. Hier seht ihr, Akkalat bringt 1085 Gold ein. Ach nee, das ist, ach Quatsch, das ist Karakalat. Entschuldigung. Ja, Akkalat und Kara, okay. Alles gut. So, gut, trotzdem. Das war jetzt die zweite Eroberung, die hatte 0,45 gebracht an Truppenverluste beim Feind. Die erste Eroberung hatte 2,45 gebracht, okay. Akiza konnte ich ja nicht durchziehen. Da musste ich ja abbrechen, weil ja dieser blöde Turiados kam und mir die Belagerung wegmopsen wollte, weil er 10 Mann mehr hatte als ich. Okay. Gefangene Helden ist einigermaßen viel dabei hier. Das ist ein bisschen schade. Von Tulak gefangen genommen? Hä? Achso, ja klar, das sind wir. Entschuldigung, hier. Hurunak, Kanoyan, Serat noch. Schade, ich hab ein bisschen gehofft, dass ich jetzt einen und denselben Namen mehrmals lese hier und den dann vielleicht gerade direkt vor unseren Toren finde, aber okay. Gut, wir haben halt schon ordentlich was an Plus gemacht. Ja, Akkalat hat uns einfach mal... Moment, der zählt das doppelt? Tatsache, wegen Hin- und Zurückeroberung. Krass, okay. 4,24% pro Stadt. Nice. Cool. Und die kriegen aber deutlich weniger raus, weil unser Reich deutlich größer ist als deren. Alles klar. Kriege ich hier gerade mal einen gecatcht? Ich habe ja vorher gespeichert. Okay, sie kam auf mich zu. Oha! Vielleicht, eventuell war das jetzt nicht ganz so clever. Aber gucken wir mal. Wenn ich die jetzt wegklatschen sollte, ja... Dann ist der Krieg vorbei, glaube ich. Aber wir müssen erstmal gucken, wie das Schlachtfeld ist und so. Das ist jetzt einfach nur zum Testen gerade mal. Wenig infanteriefreundlich. Allerdings sehe ich hier etwas, was mir gefallen könnte für unsere drei Kohorten wieder. Taros. Das könnte funktionieren. Muss nicht, aber könnte. Und ich habe gerade ziemlich hohe Auslastung. Was ist denn da los? Na, die Wüste ist zu hell wahrscheinlich, wa? Hm. Ich meine, man kann natürlich auch, so wie hier gerade mit der roten Linie, man kann natürlich auch sagen, hey, komm, wir tricksen den Gegner aus. Hier ist Rand von dem ganzen Spielgebiet. Wir schützen unsere linke Flanke und stellen uns dann dementsprechend hier herum auf. Kann man. Ist aber nicht fair, wenn wir ehrlich sind.
Dann gucke ich gerade, ob ich hier irgendwo ein geiles Aufstellungsgebiet finde, aber es sieht alles nicht so geil aus. Hier ist auch wieder Kartenrand, wa? Ja, okay. Nee, ich glaube, das wird darauf hinauslaufen, dass ich mich hier aufstelle. Meine Infanterie-mäßig hat er ja ein bisschen was. Aber deutlich weniger, ne? Es sind wieder haufenweise Reiter. Das ist halt die Stärke der Saka. Wo waren jetzt der Hügel? Hier. Also, die vier. In loser Formation bitte. Und hier hin. Bisschen breiter darf. Ja. So. Die 1, Steuerung gedrückt halten. 2 und 3. Bitte erstmal in Schildformation. Dann die 1 hier vorne. 120 Mann. Die 2 hier. Die 3 hier. Ein bisschen nach hinten. So. Dann die 5. Da. Ah, machen wir ein bisschen so. Und die 6. Da. Ah. So. Allerdings. Naja, muss ich rechtzeitig reagieren. So, haben wir jetzt so aufgestellt, dass die Bogenschützen über unsere Linie schießen können? Jein. 4 vor. 1 vor. 4 nochmal vor. So. Können wir mit leben erstmal. Die 2 muss aber nochmal ein bisschen gedreht werden und nach vorne. Und die 3 auch nochmal. Habe ich die jetzt irgendwie verkehrt rum aufgestellt? Nee, ne? Nee, die gucken nur automatisch in die Richtung, deswegen. Okay. Warum das mit den anderen Kohorten? Sie sind jetzt ehrlich gesagt ein bisschen der Flankenschutz, damit die feindlichen Schockkavalleristen hier nicht einfach über unsere Bogenschützen herfallen. Und ihr habt es ja auch schon gesehen, es funktioniert auch wunderbar, dass man die dann mal zwischendurch aus der Linie, also aus der Schildwallformation rausnimmt, in die Linienformation gibt und ihnen sagt, dass sie angreifen dürfen, um einfach den Gegner vom Sattel zu reißen. So. Ich gehe mal tatsächlich hinter die Bogenschützen, damit ich schnell noch die Befehle geben kann. Weil jetzt müssen wir ein bisschen taktieren hier. Ach du Scheiße, 352. Plus 100 Lanzen. Oh Mann. Ja genau, Feuer frei. Macht sie fertig. Ich glaube an euch. Okay. Die 5 und die 6 bitte darüber. Mach jetzt damit natürlich meine rechte Flanke angreifbar. So, die 5 rein. Die 6 auch. Die 2 löst die Formation auf und geht rein. Nein! Nein! Ah, sind das meine? Oha! Okay. Das sieht erstmal ganz gut aus. Wenn wir ehrlich sind. Oh ja, oh ja. Guckt mal, wie sie fallen. Guckt mal, wie sie fallen. Das sieht wirklich ganz gut aus. 2 hier rüber. Nein. Nein. Fall um. Stirb. Das ist meiner. Verdammt. Deswegen hasse ich es, aus fremden Fraktionen rauszurekrutieren. 2 weiter, weiter, weiter. 5 und 6 bitte auch hier hin. Die anderen Kohorten halten das da hinten. Mist, jetzt umrunden sie uns. Okay, die 2 erstmal hier oben hin. Die haben sie aber gut niedergemacht diesmal. Wieso lauft ihr so gemütlich? 5, 6, darüber. Was macht ihr denn da hinten? Ihr sollt keinen Spaziergang machen. Okay, die feindliche Infanterie rückt langsam ran. Leider haben wir auch einen Flankenangriff kassiert. Oh Mann, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Alles klar. Selbst unsere Bogenschützen machen gut Aua. Achso, die 5 und die 6 wieder rein. Hab ich vergessen. Sorry, Jungs.
Zwei hier rüber. Immer weiter Druck machen auf den Feind. So, die 1 ist schon im Nahkampf. Ja. Oh, Entschuldigung. Sehe nichts. Alles klar. 1 aus der Linie raus, rein. 3 aus der Linie raus und rein. Keine Ahnung, was ich da gerade gesagt habe, aber okay. Das war sowas von erfolgreich. Geil, die 2 darf auch mitkommen. Das ist dann die dritte Angriffswelle sozusagen. Es sind wieder 350 berittene Bogenschützen, ne, weil er Verstärkungswelle gekriegt hat. Achso, die 2 bitte auch, ja. Quatsch. Die 4 ist das. Jetzt wird. Jetzt ist das Chaos ausgebrochen hier. Auch beim Feind. Jetzt müssen wir es halt in Anführungsstrichen nur in die Ecke drängen. Leider werden wir nebenbei natürlich immer noch beschossen. Das macht natürlich am meisten Schaden bei uns jetzt. Aber wenn wir Glück haben, ist er so dämlich und schickt nochmal einzelne Verbände bei uns rein, die wir dann einfach nackig machen können. Ja, danke. Wollte ich auch gerade machen. Sehr freundlich von dir. Wirklich. Das sieht erstmal ganz gut aus. Jetzt versucht er natürlich an seine Infanterie zurückzuflüchten. Das sind nochmal 117, glaube ich, Mann. Aber die sind noch weit weg. Und jetzt kommt er? Kommt er wirklich? Ist das so doof? Ja, er ist teilweise so doof. So. Nein, zu früh. So. Und der nächste bitte. Dankeschön. Achso, der ist schon tot, okay. Alles klar. Haben wir doch ganz gut gemacht. Ach, sorry, hab mich verschluckt. So. Ach du Heilige, das sind nicht wenig. Wir machen erstmal einen Schwenker hier. Sollen die da drüben erstmal machen, was sie wollen? Aua. Die 4 platziert sich jetzt bitte hier oben. Die 5 und die 6 sind so gut wie nicht mehr existent, verdammt. Das habe ich jetzt ein bisschen befürchtet, dass wir jetzt gleich dann die Reiter am Rücken haben. Aber seine halbe Truppe verfängt sich gerade schön in unserer Infanterie. Herrlich. Da machen wir wieder böse Aua bei ihm. Okay, die 1 bitte mal Aufstellung in Richtung feindliche Infanterie. Die 2 daneben, die 3 hier drüben. Beziehungsweise hier mit hin. Was willst du hier? Geh mal weg. Wie ich hier im Alleingang stehe, schon alle nackig mache, ey. Da gab es gerade kurz einen Soundcrack. Ich hoffe, dass das bei euch nicht zu hören war. Das ist einfach bloß daran, dass mein Headset gerade ein bisschen Akku braucht. Oh, komm her. Mist. Okay, die 1 rein. Die 2 auch. Die 3 ist auf dem Weg zu uns, ja. Okay, die 3 kann jetzt mal hier rüber. Die 4 ein Stück vor. Diese Masse an Reitern einfach, ne? Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Pfeil ab. Ah! Daneben, du Idiot! Ich will mal kurz unserer Infanterie helfen, dass sie da schnell wieder rauskommt. Sie haben halt kaum Elite-Infanterie, ne? Das ist ihr Nachteil einfach. Aber die Infanterie reicht schon, um uns erstmal zu binden und uns dabei noch in den Rücken zu schießen. Und das ist halt das Verheerende. Au! Au! So. Lass mich! Ich geh weg, da Junge! Da! Gut, okay. Genau, Bogenschützen überrennen. Die. Oh, fuck! Wir haben kaum noch Leute! Shit, die haben meine Bogenschützen überrannt.
Bitte lass es ein Anführer sein. Naja, nee, was nicht, schade. Oh je. Jetzt wollen sie es wissen. Okay, alle Mann, charge. Ai, ich glaube, jetzt werden wir doch nackig gemacht. Das war dann doch zu viel des Guten. Aber was ich sagen muss, es sieht verdammt episch aus. Wie viele Reiter das einfach sind, Alter. Nee, also auf offenem Feld haben wir da echt keine Chance. Definitiv nicht. Also doch, schon eine Chance, aber ihr seht ja, wir werden nackig gemacht hier. Ich krieg einfach nicht mehr genug Infanteristen hier reingepulkt, um sie effektiv auszubremsen. Beziehungsweise er ist auch nicht so dämlich, wie manche andere Gegner es waren bisher. Was macht ihr denn da hinten jetzt? 34 Bogenschützen machen sie nackig, okay. Ja, gehen wir mal noch schnell helfen, ne? Ich habe kein Schild mehr, sehe ich gerade. Warum schreit da eine Frau? Nein, schieß daneben. Danke. Liegt hier gerade irgendwo mal ein Schild für mich? Ich hätte... Oh, Bedarf. Es sind immer noch 200 Reiter. Eieieiei. Das ist, vielleicht, also eventuell sind sie doch nicht mehr so machtlos. Ja, sie rennen natürlich einfach immer weiter, ne? Ja, wir verlieren das jetzt. Keine Chance mehr. Nicht mit den 26 Mann noch. Nie im Leben kriegen diese 26 Mann diese 200 Reiter nackig. Zumal, wenn ich mich richtig erinnere, haben die auch immer zwei Köcher hinten drauf, ne? Oder einen? Ah, doch nur einen. Ja, trotzdem, die schießen sich niemals leer. Makro hat noch was erwischt. Ja gut, es war mal interessant zu sehen. Aber, was man sagen muss, wir haben echt böse Auer gemacht beim Feind. Ganz, ganz böse Auer gemacht. Aber es war natürlich nicht... Es ist nie passiert. Es war ein Albtraum, den wir in der Nacht hatten, in der Stadt Akkalab, die wir frisch erobert haben. Schade. Hätte mich gefreut, wenn wir es geschafft hätten. Aber gut, das ist definitiv zu viel berittene Bogenschützen. Da habe ich keine Chance gegen. Das kriege ich einfach nicht hin. Da hätte ich selbst deutlich mehr Kavallerie gebraucht, um das zu kontern einfach. Ja, nee, dann bleiben wir einfach hier. Sie reiten weg. Jetzt ist es nur ein Teil. Also diese 200 irgendwas hier zum Beispiel mit 175 berittenen Bogenschützen sind weg. Wollen wir nochmal gucken, ob sie jetzt Bock hätten. Ja, sie überlegen noch. Beziehungsweise sind es ja auch schon mal 200 insgesamt weniger. Und zwar die, die hier abgehauen sind, ne? Jetzt ist bloß die Frage, wohin reiten sie? Erzenur, wollen sie wieder belagern? Mhm. Ja, jetzt hauen sie ab und wollen wieder Akkadat belagern, aber wir schnappen uns die 261 hier drüben. Hey, ich habe Gold gemacht. Lol. Ah, nee, habe ich nicht. Es steht zwar 200 hätte ich hier gemacht, aber ich habe ja immer noch die 1860 bei den Rekrutierungen drin. Ah, Rager ist in der Nähe. Aber die darf ich immer nicht rufen, ne? Die Ragea, weil sie ja unsere Kaiserin ist. Wo steht sie denn gerade? Ach, guck. Wir sind hier wieder da, aber ich hab kaum noch Zusammenhalt. Ja, die Kaiserin darf ich nicht rufen. Wie viel Verteidiger? 116. Greifen wir sie jetzt an hier, die Truppe. 175 berittene Bogenschützen, das ist wiederum denkbarer. Das haben wir ja schon oft genug erlebt. Jetzt habe ich bloß die doofe Miliz dabei, oder? Nee, doch nicht. Gut. Warum sagte ich gerade doof? Klar, man freut sich halt über 100 Mann Verstärkung, aber wenn das nur Verstärkung ist und nicht zur Armee gehört, dann rennen sie ja gerne mal irgendwo rein, wo sie nicht reinrennen sollen. Das ist ein geiles Schlachtfeld. Aber ich befürchte, der Gegner rennt hier über die Brücke. Da müssen wir hier hinten kämpfen. Oder er zieht sich dahin zurück.
Mit einer leichten Anhöhe hier? Ah, nicht wirklich. Im Gegenteil, wir stehen sogar am Tal. Ah, geil. Also, die 1 bitte. Warte mal. Zuerst die 4. Eine Linie ist die ja schon. Die hätte ich jetzt gerne schön dünn aufgestellt. So. Die 1 steht ja schon dahinter. Die macht einen Schildwall. Die 2. Achso, warte mal. 1. Zack, zack. Falls da wieder irgendwelche vergessen haben, sich der Kohorte anzuschließen. 2 und 3 macht bitte auch mal einen Schildwall. Dann die 2. Ja, doch, so versetzt. Das passt schon. Dann machen wir die 3 hier hin. Achso, Mist. Die 2 ist dann hier. Das passt schon. Ja, doch, das passt. Und dann machen wir die 5 und die 6 ganz an der Flanke. Jetzt habe ich auf einmal wieder deutlich mehr Reiter als vorher. Seht ihr das richtig? Ach, bestimmt, weil durch die Belagerung oder welche verwundet waren, ne? Obwohl, wir hatten bloß 10 Verluste. Ich habe zwar irgendwie ein bisschen Zweifel daran, dass der Gegner auf uns zukommt, aber probieren geht über Studieren, wa? Ah, nee, eine Reihe ist mir zu wenig. Nee, dann lieber 2 Reihen, wenigstens. Ich weiß nicht, was er macht. Kommt er wirklich? Ja, er kommt. Dann die 2. Darüber. Die 6 auch. Die 5 und die 6 rein. Die 2 löst den Schild auf und geht rein. Huch. Die 5 und die 6 soll man nur bremsen und die 2 soll da halt mit drüber rutschen. Aber die 2 rennt woanders hin, verdammt. Ihr Idioten, ey. Ihr verdammten Idioten. Mir fehlt einfach so sehr die Mod. Die das beinhaltet, was mit Update 1.2.0 kommen soll. Und da fliegen wieder Pferde durch die Luft. Sehr schön. Na gut, wir haben ihn schon deutlich wehgetan. 5 und 6 nochmal da drüben hin, bitte. Ihr seid mir schon wieder an der feindlichen Infanterie dran. Man muss bedenken, ne, wir machen das alles mit nur einer Kohorte hier. Also bei der Infanterie. Das ist schon... Ja, doch. 5 und 6 wieder rein. Der Gegner ist jetzt hier ziemlich verstreut. Das ist schon mal ganz gut. Mist. Komm her hier. Achso, ist einer von uns. Lol. Und du? Auch. Okay. Allerdings sehe ich auch gerade etwas, was mir nicht so gefällt. Wir ziehen die Infanterie wieder raus. Die 5 und die 6 auch. Der Gegner kontert jetzt auf dieselbe Weise da drüben. Aber hey, 130 berittene Bogenschützen. Tschüssikowski. Haben die gerade noch ein Pferd erschossen oder kam das gerade wieder vom Himmel gefallen? Oh. So, die 2 ist wieder auf Position. Dann Schildwall. Die 3... Oh, die kann erstmal da stehen bleiben, wo sie ist. Das hat mächtig gescheppert beim Feind auf jeden Fall. Und da kommen sie. 13 Lanzenreiter, okay. Das ist aber okay, das hätte schlimmer sein können. Da kontern wir jetzt mit unseren Reitern einfach rein. Ich hoffe, ihr rennt auch dahin. Na, größtenteils. Ja, und schon können sie uns nicht mehr in die Flanke angreifen. Okay. 5 und 6 geht jetzt da drüben hin. Die 1 löst mal den Schildwall auf und rückt vor, weil ich sehe gerade, der Gegner versucht uns zu flankieren ein bisschen. Die 3 löst auch den Schild auf und geht, aua, dahinter. Warum ist da schon wieder ein Pferd drinne? Achso, sind unsere.
Da fliegen die Speere. Blöder Gaul. Okay. Jut, der Gegner hatte mal eine Infanterie. Die zwei löst den Schild auf und alles, was wir haben, geht in den Charge. Ja. Damit haben die definitiv nicht gerechnet. Kommen noch einzelne Reiter irgendwo angeschossen, aber das geht. Hätte schlimmer laufen können. Zum Glück merkt man jetzt so langsam aber sicher, dass ich Athletikes geht habe. Na schön. Ach Mann, ihr blöden Spielverderber. Mann. Nerv. Das war doch definitiv eine erfolgreiche Schlacht. Mit sehr wenig eigenen Verlusten. Wie sich das auch gehört. Wenn ich das so eingestellt hätte, wie ich das ursprünglich zu Start der Staffel hatte, hätten wir jetzt so die halbe Armee verloren. Obwohl wir doppelte Überzahl gehabt haben. Ja, schubst mich mit an. Ich brauche ein bisschen Schub. Warte, lasst ihn mir. Bitte, bitte. Ich bin gerade die halbe Karte abgelatscht wegen ihm. Danke. Sehr freundlich. Darf ich immer noch nicht. Na gut. Geht nur in der Arena. Das war geil. Das hat mir gefallen. Und vor allem einfach mal fast 200 berittene Bogenschützen rausgenommen aus dem Krieg. Und wieder sehr viele Einflusspunkte jetzt hoffentlich. 7 Tote? Geil. Alles klar. Oh, nur 45 Einflusspunkte, schade. Na, aber gut, klar, wir waren doppelte Überzahl. Aber trotz allem muss man ja sagen, trotz Überzahl war der Gegner mit uns stärketechnisch gleich auf. Das liegt natürlich an seinen berittenen Bogenschützen, die bringen sehr viel Stärkeverhältnis mit rein. Oh, wieder ein bisschen Essen. Pferde nehmen wir immer mit. Das wird jetzt mal gespendet. Hier ist eine 8000er Rüstung und die so schlecht. Herrschaftlich ist sie. Die nehmen wir mit zum Verkaufen. Hier ist nicht so der Oberburner dabei. Nee. Hier ist wieder ein Schwert zum Schwingen. Schwunggeschwindigkeit ist höher. Länge ist höher. Nee, ist es nicht. Handhabung ist höher. Ja, es macht den Kohl aber auch nicht wirklich fett, ne? Wenn wir ehrlich sind. Ja, nicht wirklich, nee. Und Petronella hat, glaube ich, dasselbe Ding, wa? Ja. Nö, dann nehmen wir das zum Verkaufen mit. Der Rest wird wieder an Erfahrungspunkte gespendet. Denn wir sind so langsam aber sicher endlich an dem Punkt, wo ich schon seit langem hin wollte, schon seit ungefähr gefühlt 30 Folgen, dass wir eine Elite-Truppe aufbauen. Die dann einfach mal in der Lage ist, auch dem Gegner mit doppelter Überzahl alles wegzuwischen. Na gut, Kavallerie, ja, ist definitiv zu wenig in meiner Truppe. Aber es geht, es geht. Auch die Schützen machen langsam ihre Arbeit vernünftig. Oh, wir haben extra auch einen Denarius dabei, schön. Die sind gut. Ach, hier ist noch der Prior. Der hat mir die extra 10 gebracht. Ah, nee, Quatsch, die habe ich doch selber rekrutiert, oder? Naja, selber rekrutiert. Ah, wir haben aber Centurio verloren, jetzt wieder eine Option mehr. Na. Nee, warte. 4 von 5? Moment, hab ich etwa... Ich hab Plan Rang 4, na endlich. Das heißt, wir können 300 Leute haben. Das ist schon geil. Was mache ich hier? Hier wollte ich hin. Na gut. Okay, er hat sie nur verteidigt. Du holst dir immer noch Akisa. Akalat wird gerade nicht belagert. Staune ich ja selber drüber. Dafür, dass hier noch so viele rumgewatschelt sind. Selbst Odok nicht. Odok. Dann
dann würde ich jetzt selber kurz nach Odok gehen zum Verkaufen und wenn bis dahin nur in so eine Belagerung angefangen wird vom Feind, könnten wir nach Simira gehen. Dann hätten wir hier einheitlich eingenommen, einheitlich dicht gemacht. Was machst du hier eigentlich? So, du marschierst gerade zu uns, okay. Mich würde es nicht wundern, wenn die Saker gerade dabei sind, sich Markep zurückzuholen. Würde ich gut finden tatsächlich, weil sonst sind sie erstmal abgelenkt und machen Verluste. Was hat denn das jetzt eigentlich gebracht, unsere Schlacht? Nee, das ist nicht Schlacht, hier ist Schlacht. 2% haben wir beim Gegner ausgelöst und selber erlitten? Naja, gut. Also. Aber trotzdem 0,2% gerundet, ne? Bei den wenigen Verlusten, die wir hatten, das merkst du halt schon, dass wir halt Elite-Truppen sind. Wie weit ist denn der Gegner von der Diplomatie gerade? Also wir haben noch richtig Bock, wie ich gerade sehe. Ne? Also unsere Fraktion, die hat noch so richtig Bock. Na gut, gehen wir mal kurz nach Odok und verkaufen. Akkadat wird belagert. Na gut, dann gehen wir da gleich mal gucken. Aber ein bisschen heilen müssen wir halt auch noch unterwegs. Ah, es gäbe noch ein Turnier, verdammt. Oh. Saka Spearman und Nomade. Ah, jetzt hat er hier natürlich auch nach Typ sortiert. Ja, ja. Nein, der kommt zurück. Habe ich ihn zurückgenommen? Ja. Naja, immerhin, immerhin. Der Typ nennt sich der Bruderschaft. Dryatik. Stufe 19, kein Vogt. Na gut. Ich muss mich langsam mal Ausschau halten nach Gefährten. Platz für 3 weitere hätte ich ja. Die eine andere Kultur haben, damit ich halt auch Eroberungen halten kann. So, Handel. Schwupp. 20.000. Das ist so geil. Ihr habt doch bestimmt wieder ein bisschen was zu essen hier, oder? Doch nicht wirklich. Es wurde gelevelt. Ich in Führung. 20%ige Chance, dass Milizen in der regierten Siedlung als Elite-Truppen spawnen. Oha, okay. Aber nur wenn ich Statthalter wäre, der ich nicht bin. 20% mehr Moral aus Siegen für Truppführer. Und hier, Banditen können in reguläre Truppen umgewandelt werden. Ja. Weil es kommen ja auch wieder Zeiten, wo wir Banditen jagen gehen und dann können wir die umwandeln. Aber gut, liebe Leute. Es ist leider soweit, es ist schon wieder so spät und deswegen sage ich jetzt schönes Wochenende noch, also Restwochenende noch. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen bei den Geiern wieder rein oder einfach in einer Woche dann ab Montag wieder bei den Römern. Ciao mit V.